draußen war, wurde ein Lagerfeuer gemacht. Es waren mehrere Generationen um dieses Feuer verbunden. Es waren Schüler, es waren Erwachsene, es waren ältere Leute da. Und man hat da einfach gesessen und miteinander geredet. Brandenburg ist meine Heimat, dort wohnt meine Familie, ich habe einen kleinen Bruder, da ist mein Freundeskreis und auch ein großer Bekanntenkreis und meine ehrenamtliche Arbeit im Jugendkulturzentrum Alte Brauerei. Ich studiere und lebe in Berlin und freue mich aber auch jedes Mal auf das Wochenende, wenn ich in die Regio steigen kann und in Angermünde erstmal ankomme, vom Bahnhof direkt rüberlaufe zum Jugendkulturzentrum, Hallo sage, einen Kaffee trinke und das Wochenende plane. Hallo, ich bin Eva Gabriel, ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Angermünde und Umgebung, studiere in Berlin Umwelt- und Verfahrenstechnik und bin im Jugendkulturzentrum Alte Brauerei sozial tätig. In Angermünde jung zu sein ist einerseits total schön, vor allen Dingen im Sommer. Man kann zum Wiedenseen fahren und draußen sitzen viel in der Natur. Aber es ist halt auch sehr schwierig, weil es gibt kaum Orte, wo man mit Freunden rumhängen kann. Und ja, deswegen braucht Angermünde auch weiterhin gute Jugendarbeit und fitte Leute im Jugendkulturzentrum und gute Projekte, damit man auch vor allen Dingen die Jugendlichen von der Straße holt. Das Jugendkulturzentrum Alte Brauerei ist eine alte Lagerstätte für Schultheißbier gewesen, glaube ich. Mir ist das Projekt so sehr am Herzen gewachsen, dass es für mich ein Ort Heimat ist. Und ich helfe da einfach super gerne bei Projekten, um die Umgebung zu stärken und zu zeigen, dass man zusammen was bewegen kann. Letztes Jahr habe ich an einem Theaterprojekt teilgenommen, und zwar als Hilfskraft. Ich wurde gefragt, ob ich bereit wäre, den Kindern und Jugendlichen Getränke zu geben, wenn sie Pause haben und ein bisschen mit aufzupassen, dass allen gut geht, wenn sie spielen oder wenn sie Probleme haben oder dergleichen, ein Ansprechpartner zu sein. Und ich habe sofort Ja gesagt. Dieses Projekt war Donnerstag um 16 Uhr, das heißt für die Schüler war es direkt nach der Schule. Dann hat man erst noch Hausaufgaben mit denen gemacht und hat angefangen, ein Theaterstück zu schreiben. Und das haben die komplett alleine geschrieben, die Kinder, und haben es dann auch irgendwann aufgeführt. Das Projekt ging ungefähr ein Jahr und man ist mit denen zusammen gewachsen.